Hat der Intelligenzquotient etwas mit unserer Nahrung zu tun? Ist das etwas, wo es einen konkreten Zusammenhang gibt? Können wir uns quasi schlau futtern oder auch dumm futtern? Oder sind das Dinge, die davon völlig voneinander abgekoppelt sind? Ein Thema, um das es im folgenden Gespräch geht. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Das Thema IQ ist eines, was du intensiv bearbeitest und was in der öffentlichen Diskussion schon auch sehr stiefmütterlich behandelt wird, weil man den Eindruck hat, dass da die Ergebnisse, die Forschungsergebnisse nicht unbedingt so wirklich politisch gewollt sind. Man müsste Konsequenzen daraus ziehen. Was kann man sagen, wenn man beispielsweise der Frage nachgeht, ist Intelligenzquotient etwas, was auch mit der Struktur und mit dem Erfolg, mit der Kraft einer Volkswirtschaft zusammenhängt? Gibt es da Erkenntnisse, gibt es da Studien? Vielleicht darf ich erstmal zum Einstieg erklären, was der IQ ist, beziehungsweise welche positive Applikation er hat. Es gibt eine interessante Definition von einem Alex Wisner-Cross, der eine neue, hochinteressante Definition für IQ oder, wie er sie nennt, Intelligenzkraft ausgearbeitet hat. Er selbst ist Systemprogrammierer und anhand dieser Formel, die sehr analog der Entropiegleichung in der Naturwissenschaft ist, programmiert er Systeme auf Erfolgskurs. Das heißt, IQ ist so etwas oder Intelligenzkraft ist eine Kraft, die in einem Handlungsoptionsraum eine Art Gradient darstellt, dahingehend, dass ein intelligenter Organismus zu einem Handlungsort kommen möchte, in dem seine Handlungsoptionen maximiert sind. Das heißt, die Intelligenzkraft mag nicht in die Falle gehen, die Intelligenzkraft mag auf externe Aktionen mit maximalem Handlungsfreiraum agieren. Da werden Schachprogramme mitgeschrieben. Und in Quintessenz ist die Überlebenskraft eins zu eins eine in uns wohnende Kraft, um unsere Überlebenswahrscheinlichkeit zu maximieren. Das nur als Einleitung zum volkswirtschaftlichen Nutzen. Lin und Vanhanen haben von 76 bis 98 das Bruttosozialprodukt von den großen Nationen untersucht und mit dem nationalen Intelligenzquotienten verglichen. Und sie haben herausbekommen, dass das Bruttosozialprodukt zu 75% mit dem IQ-Koeffizient, mit dem IQ korreliert. Das heißt, man kann alle möglichen intelligenten politischen Manöver fahren, aber das Wichtigste, damit es einer Nation, einem Volk gut geht, ist, dass Politiker alles zu tun haben, um den nationalen IQ zu erhöhen. Alles andere kommt wie selbstverständlich hinterher. Also der Intelligenzquotient, und ich finde auch den Begriff Intelligenzkraft eine sehr schöne Formulierung, ist quasi der Vorreiter aller weiteren Entwicklungen. Also wenn ein, und auch umgekehrt, wenn ein Volk oder ein Land langsam in der Verblödung versinkt, dann geht auch alles andere bergab. Ist das ganz genau? Kann man das, das ist die Quintessenz davon. Ja. Es gibt beispielsweise auch gerade bezüglich Neugeborene, Babys, wenn sie gestillt werden, nicht gestillt werden, hochinteressante Studien. Eine brasilianische Studie, die 82 begonnen wurde, hat sich angeschaut, was passiert mit Kindern, die teilweise gestillt werden, die 6 bis 12 Monate vollgestillt werden im Vergleich zu Kindern, Babys, die maximal einen Monat gestillt wurden. Das Interessante, diejenigen, die 6 bis 12 Monate vollgestillt werden, haben im Alter von 30, also das ist eine Langzeitstudie, haben im Alter von 30 ein 55% höheres Einkommen. Ja,
Das heißt, Intelligenz, Nahrung, Bruttosozialprodukt, Einkommen ist 1:1 miteinander verbunden. Also das, weil es ja heute quasi schick ist in der modernen Gesellschaft, das Thema Stillen mit dem Fragezeichen, braucht es alles nicht. Das ist natürlich etwas, was der Rolle der Frau als kaum, dass das Kind geboren ist, wieder erwerbstätig nämlich zuwiderläuft, völlig klar. Und passt natürlich in dieses sogenannte emanzipatorische Bild nicht rein. Also die Langzeitentwicklung nach dieser brasilianischen Studie zeigt ein drastisch signifikant erhöhtes Einkommen der, die als Baby gestillt wurden. Das ist in der Tat spannend. Und bei denjenigen, die, ich sag mal, nur ein halbes Jahr teilgestillt werden oder wurden, da hat man den IQ-Gewinn in Punkten eben dargestellt. Da hat man 4 IQ-Punkte mehr. Studie in Neuseeland, die jetzt auch noch genetische Bedingungen mit betrachtet hat, kommen auf den Bereich zwischen 5 und 6 IQ-Punkten mehr. Nur weil die Kinder gestillt werden und nur ein halbes Jahr. Diejenigen, die dann ein halbes bis ein ganzes Jahr vollgestillt werden, dürfte der IQ-Gewinn noch mal erheblich größer sein. Ja. Also die Signifikanz ist ja etwas, was dazu führen müsste, also diese Unterschiede, dass das etwas ist, was unsere Ernährungswissenschaft also vor 1000 anderen klugen und weniger klugen Empfehlungen den Müttern, aber den Menschen insgesamt gleich auf Platz 1 mitteilen müsste. Wenn ich da Weichen stelle, dann bin ich noch lange nicht bei Fettlebigkeit und Juveline, Diabetes und all den ganzen Sachen, all den ganzen anderen Dingen, die ich den Kindern dann noch im Laufe des Lebens antrainiere. Wenn schon die ersten Monate so entscheidend in der Weichenstellung sind, wäre das ja eine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auf Platz 1. Habe ich nie gelesen bei denen. Das machen sie auch, ich sag mal aber eher ein bisschen zurückhaltend. Dann gibt es natürlich Gegenstudien, die dann der Spiegel gleich benutzt, um die Schlagzeile zu bringen gegen die Stilldiktatur. Hier gibt es eine, ich sag mal, Kaffeesatzleserei-Studie, die eine Primärstudie, die mit dem Thema gar nichts zu tun hat, versucht statistisch auszuwerten. Dann gibt es irgendeine Dame, die macht Statistik, hat aber von Mathematik keine Ahnung. Und die kommt dann zu dem Ergebnis, dass Stillen nichts bringt, macht aber völlig irrsinnige mathematische Korrelationen. Mhm. Und Spiegel bringt es dann als Stilldiktatur. Als gegen die Stilldiktatur. Das heißt, wie Benjamin Disraeli mal gesagt hat, es gibt Lügen, verdammte Lügen und Statistiken. Sehr schön. Und jetzt, ich sag mal zu meiner Person noch so ein bisschen, ich bin so eine Art Studienfresser. Ich schaue mir Studien eben sehr genau an und ich sag mal, bei 90% der Studien komme ich mittlerweile zu dem Ergebnis, dass die naturwissenschaftlich gesehen 0, gar keinen Sinn machen. Und erstaunlich, dass gerade Studien, die völlig irrsinnig sind, in den, ich bezeichne sie als Muggelmedien, ich mache das ganz einfach mal ein bisschen Harry Potter-haft, die Muggelmedien bringen dann diese völlig irrsinnigen Studien und Normalo glaubt das dann. Beispielsweise viele Mütter haben einfach im ersten Moment Stillprobleme oder sie glauben, Stillprobleme zu haben. Im Krankenhaus kriegen sie erzählt, ihr müsst jetzt stillen und wenn das Kind unterhalb von 10% das Geburtsgewicht abgenommen hat, dann kommt es auf die Intensivstation mehr oder weniger. Was den jungen Müttern nicht erzählt wird, dass die Muttermilch erst nach 4 Tagen normalerweise einschießt. Und diese 10%ige Abnahme ist mehr oder weniger normal. Was man den jungen Müttern nicht erzählt, dass wenn sie nicht genügend Milch produzieren, und das kommen wir jetzt zum Nahrungsbereich, dann hat das typischerweise was damit zu tun, dass sie einen Nickelmangel haben. Was aber den Müttern niemand erzählt wird. Nickelmangel, ist das etwas, was jetzt ein moderneres, ein neueres Problem
der Zivilisationsgesellschaft ist? Oder wo kommt das plötzlich her? Kann man da, oder ist das ein Thema, was es vor 50 Jahren auch schon gegeben hat? Ich frage das deswegen, weil ich das jetzt in der Form zum ersten Mal höre. Das hört fast jeder zum ersten Mal. Wir haben das Problem, naturgemäß haben wir, wer sich hier ganz dunkel vielleicht an den Chemieunterricht erinnert, das Periodensystem der Elemente. Und jedes Element ist naturgemäß im Nährstoffboden der Pflanzen. Durch die Kunstdüngung, das sind 80 Elemente, über 80 Elemente. Und durch die Kunstdüngung werden von diesen 80 Elementen mehr oder weniger 3 hauptsächlich, vielleicht noch 5 bis 10 sekundär mit aufgetragen. Und all die Elemente, die aber eine biochemische Funktion haben, die offiziell nicht als essentiell angesehen werden, werden natürlich nicht mehr gedüngt. Man versteht auch nicht, was sie tun. Bei Nickel hat man ja so im Hinterkopf, macht eine Allergie, kann eine Allergie mal auslösen. Und es gibt zwar auch andere Studien oder es gibt vernünftige Studien, die ganz klar zeigen und Mütter, die auf einmal bioverfügbares Nickel in der richtigen Dosis nehmen, merken auf einmal, das fließt. Und da gibt es gerade bei den Ernährungswissenschaftlern ein riesen Kompetenzproblem aus meiner Sicht, weil Ernährungswissenschaftler die Statistik zum Gott gemacht haben. Und was sich statistisch nicht messen lässt, nicht so einfach messen lässt, wofür es keine Studie gibt, all das hat man a priori erstmal als nicht essentiell eingestuft. Also das Problem für diejenigen, die den Elementekreislauf untersuchen und verstehen, dürfte mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit in der Kunstdüngung unserer Felder sein, dass wir eben nicht mehr mit diesen 80 Elementen versorgt werden. Und B hat das Problem was damit zu tun, dass es eine Art Beweislastumkehr gegeben hat. Diese 80 Elemente waren immer Teil unserer Nahrung. Man hat einfach gesagt, diejenigen, von diesen 80 Elementen, die essentiell sind, ihr Nahrungsergänzungsmittelhersteller, ihr Agrarwissenschaftler, beweist mir mal, dass das essentiell ist. Und alles, was ihr mir nicht beweist, ist erstmal unwichtig. Und das ist quasi der Türöffner der Kunstdüngung in der Agrarwissenschaft, in der Agrarwirtschaft gewesen. Und gleichzeitig ein Ausdruck, also wenn man jetzt mal wieder so noch mal einen kleinen Schritt zurückgeht, einer unglaublichen Hybris davon auszugehen, dass die Natur quasi beweisen müsste, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Und erst dann der Herr Professor zufrieden oder Herr Politiker zufrieden ist. Wenn du sagst, es war an sich immer verfügbar, dann hat das ja etwas mit Natürlichkeit zu tun. Und jetzt kommen da irgendwelche Leute her und sagen, das muss erstmal bewiesen werden, dass das so ist. Das Problem ist auch dahingehend, dass Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler Chemie nicht verstehen, Biochemie nicht verstehen. Das heißt, sie versuchen wirklich nur nach der Messlatte des einfach Messbaren, nach Statistiken zu beurteilen, was wir brauchen. Ärzte sind da ähnlich, Ernährungsmediziner. Würde man einen Chemiker fragen, würde man eine völlig andere Antwort bekommen. Und jetzt muss man sagen, wir haben wohl ein gigantisches Kompetenzproblem, gerade dieser beiden letztgenannten Berufsgruppen. Ich sage mal, ein normaler Chemiker, der gut ausgebildet ist, der ist in einem Wochenendkurs auf dem Stand von einem Professor der Ökotrophologie. Da hänge ich mich mal ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber er versteht, worum es geht, er versteht die Mechanismen. Und jemand, der die Mechanismen versteht und wie gesagt, es gibt Statistik macht, es gibt Statistiken, Entschuldigung, es gibt Lügen, verdammte Lügen und Statistiken. Ja. Wenn wir jetzt, Ausgangspunkt war ja das Thema Intelligenz oder Intelligenzquotient, Intelligenzkraft. Das Stillen ganz offensichtlich ein ganz erheblicher Faktor, eine Stellschraube, die eher unbekannt ist. Gibt es im Bereich dessen, was ich dem Menschen Gutes tun könnte, noch weitere Dinge, die über die Nahrung aufgenommen werden könnten, um die Voraussetzungen einer
intelligenten Entwicklung zu fördern. Mhm. Voraussetzend eine Himbeere. Ja, wenn der Chemiker die vernünftig analysiert, kommt er mittlerweile darauf, dass eine Himbeere 2 Millionen verschiedene Substanzen enthält. Ja. Jetzt geht es dahin, welche der 2 Millionen Substanzen sind besonders wichtig. Welche dieser 2 Millionen Substanzen, und das ist mein Ansatz, hat es früher so in unserer Nahrung gegeben, die über moderne agrarwissenschaftliche Methoden in unserer Nahrung verarmt sind. Welche davon sind besonders wichtig, um unsere Zellintelligenz zu steigern? Welche sind, die neu dazugekommen sind, besonders toxisch, um unsere Zellintelligenz etc. runterzutreiben? Also ich gehe hin und überlege mir, was sind die Mangelsubstanzen früher zu heute, die einen besonders starken Effekt auf unsere Zellintelligenz haben, und was sind die größten Schadensanrichter. Und da muss man, ich sag mal, beide Bereiche betrachten, um zu verstehen, was hier mit unserer Intelligenz passiert. Und die neueren Studien zeigen, dass unsere Intelligenz zurückgeht. Also zum Thema, womit können wir unsere Intelligenz steigern? Was hat es irgendwie mal früher in unserer Nahrung gegeben? Ganz kurz, ich habe es im Internet schon mal erzählt, möchte ich vielleicht die Vitamin E-Studie oder den Vitamin E-Irrtum noch mal kurz darlegen. Es hat eine Studie gegeben, Amerika, Kanada, Puerto Rico. Man hat 35.000 ältere Herren Vitamin E in Anführungsstrichen gegeben. Und man wollte schauen, was macht das Prostatarisiko, hilft es bei Prostatakrebs. Und Spiegel hat übrigens dann eine große Coverstory draus gemacht. Diese Studie zeigt, oder die Studiendurchführer kommen zu dem Schluss, dass Vitamin E das Prostatarisiko erhöht. Ich zeige mal kurz, was die gegeben haben. Die haben kein Vitamin E gegeben, sondern sie haben racemisches Vitamin E gegeben. Das bedeutet? Da passieren ganz viele Wortspiele. Wenn wir uns das Vitamin E-Molekül anschauen, das wird jetzt nicht zu chemisch, keine Angst. Das Besondere an diesen Kohlenwasserstoff-Sauerstoffstrukturen ist, das Kohlenstoffatom hat typischerweise 4 Ärmchen. Ist 4-bindig, weiß man vielleicht noch im Chemieunterricht. Und die besonderen, immer hier, wo wir hier so eine Zacke haben, da hängt ein Kohlenstoffatom, das aber nicht eingezeichnet ist. Und das Besondere an solchen Strukturen, an solchen biologischen Strukturen ist, dass die 3D-Struktur besonders wichtig ist. Und immer dann, wenn ich solche Kohlenstoffzentren habe, mit 4 unterschiedlichen Ärmchen, also 1 Ärmchen, 2 Ärmchen, 3 Ärmchen, 4 Ärmchen, 1 Ärmchen, 2 Ärmchen, 3 Ärmchen. Wenn das 4. beim Kohlenstoff nicht eingezeichnet ist, dann ist es ein Wasserstoffärmchen. Und hier auch. Der Chemiker, wenn er das im Labor herstellt, dann stellt er kein reines Vitamin her, wie es die Natur macht, sondern immer dann, wenn 4 unterschiedliche Ärmchen da gegeben sind, macht er ein Bildspiegelbildsystem. Wenn ich eben, ich nehme meine Hand als Kohlenstoffatom, 1 Ärmchen, 2 Ärmchen, 3 Ärmchen, 4 Ärmchen, dann stelle ich im Reagenzglas, in der Retorte, Systeme her, die zwar die ähnliche oder die gleiche Koordination haben, aber wenn ich sie versuche übereinander zu legen, merke ich, dass ich eine linke Hand und eine rechte Hand habe. Das heißt, der Chemiker stellt hier 2 Strukturen im Reagenzglas her, hier und hier. Er stellt also 8 Systeme her, die Natur stellt nur 1 her. Und er kann gar nicht anders als 7/8 Chemiemüll herzustellen. Und das Besondere an diesem Chemiemüll, das weiß man von dem Contergan-Skandal, von dem Thalidomid-Molekül, dass der eine Wirkstoff, der Ursprungwirkstoff, der wurde sicher getestet, der hat funktioniert. Und man hat es eben normal chemischen Retorte hergestellt. Und das heißt, man hat das Spiegelbild gleich mitproduziert im Verhältnis 1:1. Und das Spiegelbild hat diese extremen Schädigungen verursacht.
Man weiß also nach dem Contergan-Skandal, dass das Spiegelbild einer biologisch aktiven Substanz hochgradig toxisch ist. Jetzt die ganz naive Frage, warum tun die das? Ist es nicht möglich, echtes Vitamin E herzustellen? Also jetzt man müsste es aus Naturprodukten extrahieren, das geht. Ja? Also gehen würde es. Geht alles. Ja. Ja? Der Chemiker weiß, wenn da steht racemisches Vitamin E, dann weiß er, wenn er die Struktur sieht, dann habe ich 7/8 molekulare Mutanten. Und die machen natürlich Ärger. Und dann bringt der Spiegel eine Story. Überraschung, Überraschung, Vitamin E. Erhöht Prostatakrebs. Erhöht Prostatakrebs. Ja. Also das heißt, die Studie ist dann ja auch unter der Überschrift, das, was du vorhin gerade gesagt hast, unter der Überschrift, ich analysiere Vitamin E völlig wertlos. Natürlich. Jetzt muss man noch eins sagen. Wir wollen jetzt vielleicht auf Zellintelligenz kommen. Derjenige, der diese Zellintelligenz so ein bisschen in den öffentlichen Fokus gerichtet hat, Bruce Lipton, kommt zu dem Schluss, dass die Zellhaut, die Zellmembran im Wesentlichen für die Zellintelligenz zuständig ist. Das weiß man, da gibt es ganz viele Hinweise dazu, beispielsweise die Forscher, die sich mit der Muttermilch befassen, die sagen, die unterschiedlichen Fettsäuren, Muttermilch im Vergleich zur Kuhmilch, die dann gegeben wird, die unterscheiden sich signifikant. Die Muttermilch enthält viel mehr längere Fettsäureketten, die eben mehrfach ungesättigt sind. Und das korreliert mit der Aussage von Bruce Lipton, dass die Zellintelligenz viel mit den Fettsäurestrukturen zu tun hat. Ein Vitamin-E-Molekül hat hier quasi so eine Art Fettsäure-Rest. Vorausgesetzt noch, die Zellmembran besteht aus Fettsäuren, ja, die in so einer Doppelschicht zusammengelagert sind. Und Vitamin E dringt jetzt in diese Zellmembran ein, weil sie chemisch sehr ähnlich sind, affin sind und verändert naturgemäß die Zellhaut in der Art, dass die richtigen Moleküle dann reingelassen werden in die Zelle oder nicht. Soweit bei dem Vitamin E. Vitamin E würde ich als Intelligenzvitamin bezeichnen. Also das richtige Vitamin E. Das richtige Vitamin. Das andere ist ja kein Vitamin E, das ist nur Wortmanipulation. Das vorausgesetzt, komme ich vielleicht zu dem Superintelligenzvitamin und jetzt komme ich zu dem Vitamin K. 99% aller Neugeborenen bekommen noch im Kreissaal Vitamin K gespritzt oder als Tropfen. Diejenigen unter 2 Kilo kriegen es gespritzt, die anderen kriegen es als Tropfen. Jetzt muss man sich wieder fragen, ist Vitamin K? Vitamin K, genau. Vielleicht zeige ich einfach das Molekül hier. Vitamin K, wenn man sich als Chemiker das anschaut, dann sieht man, dass es wiederum zwei Zentren gibt, wo ein Kohlenstoffatom 4 unterschiedliche Nachbarn hat. Das heißt, Vitamin K, hier das K1, das ist, was gespritzt wird, was die Neugeborenen in einer 1000-fachen Überdosis gewichtsbezogen bekommen, wo Ernährungswissenschaftler sagen, das sollte eine normal gesunde Frau bekommen, die 1000-fache Überdosis. Man sieht, es sind wieder zwei Stereoisomerie-Zentren, das ich mir gesagt, Chiralitätszentren. Und als ich gehört habe, dass 99% aller Neugeborenen dieses aus meiner Sicht Intelligenzvitamin, aber nicht als Intelligenzvitamin bekommen, sondern sie bekommen es tatsächlich als Dreiviertel Chemieabfall. Das wird wiederum ausschließlich im Kreißsaal, was da verabreicht wird, wird chemisch-synthetisch hergestellt. Ich habe weiter recherchiert. Das hier ist das Freigabedokument der USDA, des US Departments for Agriculture. Und
dieses Vitamin K1, was nicht das Vitamin K1 ist, sondern es wird Phylochinon genannt, das wird chemisch hergestellt und enthält damit 3/4 Chemieabfall, wo der Chemiker sagt, er muss das a priori erstmal als hochtoxisch einstufen. Und das kriegen sie quasi in einer tausendfachen Überdosis. Und das kriegen die dreimal. Es ist irgendwie immer dann echt sprachlos, wenn man das hört. Schon die Information, wenn du sagst tausendfache Überdosis, wer denkt sich sowas aus, dass ich einem Neugeborenen mit dem, also im Prinzip hier einen großflächigen Patientenversuch mache, indem ich das tausendfache, was sonst als normale Dosis empfohlen wird, verabreiche. Stimmt die Dosierungsempfehlung nicht? Oder ist, also es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass das, was hier als Dosierung anempfohlen wird, dummes Zeug ist und der Mensch verträgt sehr viel mehr oder sollte sehr viel mehr haben, oder wird hier einfach mal fröhlich gewürfelt? Ganz kleine Korrektur, es ist kein Versuch, weil in einem vernünftigen Versuch gibt es eine Wirkstoffgruppe und eine Placebo-Gruppe. Es gibt keine Placebo, es gibt überhaupt keine Studie dazu. Ja. Man hat es einfach gemacht. Die offizielle Argumentation ist, Neugeborene haben eben mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 30.000 schwere Gehirnblutungen in den ersten Wochen, die zu Schwerbehinderungen bzw. Tod führen. Also die offiziellen Zahlen 1 zu 30.000. Wenn man da weiter recherchiert, also diese, sie bezeichnen es als Vitamin K1, Gehirnblutung, wenn man weiter recherchiert, stellt man fest, dass nur die stillenden Mütter, die Pharmazeutika nehmen, insbesondere Antiepileptika, hier diese Schädigung ihrer Kinder hervorrufen können. Also normale Frauen, die sich gesund ernähren, die keine Pharmazeutika nehmen, die haben dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 300.000 statistisch gesehen gibt es dieses Problem. Trotzdem kriegen 99,9% aller Frauen noch im Kreissaal beziehungsweise die Kinder Vitamin K. Man bezeichnet das eben offiziell als Vitamin K. Man klärt die jungen Mütter, die jungen Väter nicht darüber auf, dass das, was man als Vitamin K bezeichnet, überhaupt kein Vitamin K, nicht das Vitamin K ist, sondern nur zu 25% enthält, beziehungsweise zu 75% Chemieabfall. Man klärt sie nicht darüber auf. Und ich habe meine Zweifel, dass die Ärzte, die das so verabreichen, keine Ahnung haben, was sie eigentlich tun. Die Sache geht so weiter, alle Hebammen sind angewiesen, die Vitamin-K-Prophylaxe zu geben. Von einer befreundeten Hebamme weiß ich, dass kritische Eltern, die nachfragen, ist es denn nötig? Haben Sie Kinder, haben Ihre Kinder die Vitamin-K-Prophylaxe, wie es offiziell heißt, bekommen? Wenn diese Hebammen ihren Kindern, ihren Babys das nicht gegeben haben, dürfen sie es den jungen Müttern nicht sagen. Also es ist einfach nur noch gespenstisch, was du sagst, denn ich meine, bei der Dosierung fängt es an, bei dem zweiten, dass das, was hier gegeben wird, ganz offensichtlich ja gar nicht das ist, was draufsteht, ist nicht das drin, was draufsteht. Und die dritte Frage ist, wäre es denn überhaupt eine sinnvolle Angelegenheit, selbst ein echtes Vitamin K zu geben? In dem Fall wäre das sinnvoll, in der Dosierung, also wenn es jetzt nicht der Chemiemüll wäre, sondern ein echtes? Ich komme gleich noch zu dem hochwertigen Vitamin K, das ist Vitamin K2. Aber vielleicht noch ein Hinweis. Also stillende Mütter, also beziehungsweise Kinder stillender Mütter, bekommen dreimal diese tausendfache Überdosis. Der synthetischen? Genau, dreimal. Flaschenkinder brauchen die dritte nicht, weil die Formulierung der Babynahrung
das Vitamin K enthält. Das Vitamin K1, was nicht das Vitamin K1 ist. Das heißt, man geht in die Drogerie, man schaut sich die Babynahrung an und wenn da Vitamin K draufsteht, und da steht Vitamin K drauf, dann weiß man, was es ist. Jetzt zu dem eigentlichen vernünftigen Vitamin K, das ist das Methachinon. Das ist aus meiner Sicht das Intelligenzvitamin. Es ist noch nicht so lange erkannt. Vitamin K kontrolliert den Kalziumtransport aus der Blutbahn in die Zelle. Diejenigen, die Vitamin K2 bekommen, das Interessante an diesem Vitamin K2, wenn man sich die chemische Struktur anschaut, es hat kein einziges chirales Kohlenstoffatom. Das heißt, das kann der Chemiker tatsächlich 100% sortenrein herstellen. Ja, ohne diesen Bildspiegelbildgeisterei. Ja, ja. Also Vitamin K2 ist einfach in der Herstellung. Es wirkt letztendlich der Volkskrankheit Nummer 1, der Herz-Kreislauf-Krankheiten entgegen, die durch die Kalzifizierung der Blutgefäße verursacht werden. Vitamin K2 bringt das Kalzium aus den Blutgefäßen in die Zelle, in die Knochen. Und aus meiner Sicht ist es das Supervitamin. Vitamin K2 wird in der Natur gebildet. Die Kuh frisst, und das Vitamin K1 ist ein, ich sag mal, ist im Gras, ist in ganz vielen grünen Sachen. Die Kuh frisst das Grünzeug mit dem Vitamin K1 und im Verdauungstrakt wird das Vitamin K1 zu dem hochwertigen Vitamin K2 umgewandelt. Wichtig ist die natürliche Quelle. Die Kuh soll Gras fressen und nicht irgendwelche Körnergeschichten. Das gleiche ist das Huhn. Ja, im Eidotter ist viel Vitamin K2 drin. Butter von grasenden Kühen, Eier von grasenden Hühnern enthält viel Vitamin K2. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wo es natürlichermaßen herkommt und man weiß, wie die Kühe, die Hühner heute gehalten werden, dann weiß man, dass unsere Nahrung an Vitamin K2 abgereichert ist. Und aus dem Grunde ist die Vitamin K2-Dosierung so positiv zu bewerten. Da gibt es hervorragende Studien. Wenn du sagst, dass das etwas ist, was chemisch völlig problemlos hergestellt werden könnte, fragt man sich natürlich, warum macht man sich dann die Mühe, wenn man das weiß, dass K2 das Richtige ist, ein angebliches K1 zu machen, was dann auch noch mit dem anderen nichts zu tun hat, mit dem eigentlichen Vitamin nichts zu tun hat. Also man gibt quasi doppelt das Falsche. Ja, gute Frage. Eine Sache vielleicht hier noch in diesem Zusammenhang. Die Verordnung des Europäischen Parlaments jetzt zu diesen Vitaminen vom Juni 2013, hier zum Vitamin K, ich löse das ein bisschen auf. Also hier geht es um Säuglingsanfangsnahrung, Getreidebeikost. Hier ist quasi nur das Vitamin K1, was nicht das Vitamin K1 ist, also das Phylochinon, zugelassen. In Babynahrung ist es das Menachinon ist es nicht zugelassen, sondern nur in besonderen Lebensmitteln. Also wir haben wohl das Problem, dass die Ernährungswissenschaftler es nicht verstehen, dass die Ärzte, die es verabreichen, nicht verstehen, die Krankenkassen, die das Ganze bezahlen, es wohl nicht verstehen, die Zulassungsbehörden es nicht verstehen. Man wird zu der ganzen K1-Geschichte im Internet 0, gar nichts finden. Ja, es gibt einige, die sagen, wir haben jetzt keine positiven Erfahrungen mit Vitamin, mit diesem K1. Und die sagen eher, ich würde es vielleicht nicht machen, aber es ist noch niemand, der den chemischen Hintergrund irgendwie dargestellt ist, obwohl es alles andere als Rocket Science ist. Und wir haben ein völliges Versagen, nicht nur der Mediziner, der Kontrollinstanzen, der Krankenkassen. Und man fragt sich schon, wie kann dieses kollektive Versagen zustande kommen? Jetzt geht es weiter. Die junge Dame, die junge Mutter oder die werdende Mutter oder der werdende Vater, die sich das hier anschauen,
Die bekommen jetzt natürlich ganz viele Fragezeichen. Was ist mit dem Vitamin K? Und fragen Sie doch Ihren Arzt. Ja? Oder Sie versuchen im Internet etwas zu finden. Im Internet ist nichts zu finden. Ja? Wenn Sie den Arzt fragen, der hat von von Stereochemie wahrscheinlich wenig Ahnung. Eine junge Mutter jetzt im Kreissaal, sie hat jetzt gerade in einem Extremkampf ein Baby zur Welt gebracht. Im nächsten Moment gibt es sofort bei Untergewichtigen die K-Spritze oder die K-Tropfen. Quasi nach diesem Kampf auf Leben und Tod bei der Geburt. Das nächste, was sie bekommen, ist der Willkommenscocktail oder die Willkommensspritze. Und die Mutter ist in dem Fall typischerweise völlig überfordert, ja, zu sagen, klar, nein, mache ich nicht. Die jungen Mütter, Väter, die sich das heute anhören, die können zu jedem Chemiker gehen, zu jedem Chemielehrer und das Vitamin K1-Molekül ihm zeigen und ihm sagen, wie macht das der Chemiker? Ist es der Fall, dass hier 75% Chemieabfall dargestellt wird? Und dann wird jeder Chemiker sagen, ja, aber der Mediziner weiß es nicht. Der Mediziner wird diese junge Mutter, wenn sie im Krankenhaus denn jetzt Vitamin K verweigern will, wird er mit der Argument, wir haben das doch schon immer so gemacht. Das wird überall auf der Welt gemacht, es wird selbst in Israel gemacht, wo ich sage, Israel hat eine sehr gute medizinische Versorgung. Es wird überall gemacht. Das heißt, wir haben es überall gemacht. Jemand, der jetzt so einer jungen Mutter in seinem weißen Dress gegenübersteht, ist erstmal die Autoritätsperson. Eine junge Mutter, die das dann verweigert, die Vorschriften sind so, dass der Arzt diese junge Mutter quasi notieren muss. Ja? Er wird ihr darstellen, sie handelt verantwortungslos, weil es sind ja diese schweren Gehirnblutungen, 1 zu 30 bzw. 1 zu 300.000 der Fall. Und er wird der jungen Mutter sagen, ja, wenn Sie das nicht möchten, dann kriegen Sie es halt nicht. Ich notiere Sie und wenn etwas mit Ihrem Kind passiert, tragen Sie die Verantwortung. Naja, dass das natürlich die schlimmste Form von Erpressung ist und Druck ausüben in einer solchen Situation, das ist völlig klar. Also da muss man dann schon sehr standhaft sein und sehr sicher sein, um dem Arzt zu sagen, komm nicht in Frage. Aus dem Grunde würde ich sagen, dass gerade dieses Nährstoffwissen, dieses biologische Nährstoffwissen eine Grundkompetenz mittlerweile zur Überlebenssicherung darstellt. Wir haben jetzt K2 angesprochen. Gibt es weitere, die du empfehlen würdest, die im Bereich Intelligenzkraft, Intelligenzquotient positive Auswirkungen haben? Also was wir heute ohnehin nur machen können, ist so ein kurzes Scheinwerferlicht. Ja. Jetzt haben wir mal die Vitamine besprochen. Gerade die fettlöslichen Vitamine, die in die Zellmembranstruktur da eine Wächterfunktion darstellen. Vielleicht gehen wir zu Mineralien. Mineralien, die Gehirnzellen besonders unterstützen oder die auch offiziell weniger bekannt sind. Würde ich beispielsweise Lithium nennen. Lithium wird offiziell als unwichtig eingestuft. Eine amerikanische Studie zeigt, die Studie ging über 27 Counties in Texas von 1978 bis 1987. Man hat das Trinkwasser dieser Counties untersucht auf Lithiumgehalt und hat den Lithiumgehalt mit der Kriminalitätsrate in der Bevölkerung korreliert. Man hat geschaut, wie oft wird gemordet, selbstgemordet, vergewaltigt, schwerer Diebstahl. Und man hat festgestellt, und Statistik einwandfrei, dass die Kriminalitätsrate bei den Counties mit niedriger Lithiummenge im Trinkwasser doppelt so hoch ist wie die Counties mit einer hohen Lithiummenge. Wir wissen, dass Lithium dafür verantwortlich ist, dass unser Gehirn sich entwickeln kann, unser Gehirn unter anderem Serotonin-Glückshormon herstellen kann. Also Lithiummangel, Serotoninmangel, Glücksmangel. Führt zum Gegenteil. Lithium hat die Eigenschaft, es ist sehr gut löslich.
was sehr gut löslich ist und nicht nachgedüngt wird, ist nach mehreren Ernteperioden mehr oder weniger im Pflanzenkreislauf, Ernährungskreislauf verschwunden. Von daher können wir heute sagen, durch die Kunstdüngung haben wir viel, viel weniger Lithium in unserem Ernährungskreislauf als naturgemäß früher. Ein befreundeter Arzt misst all seine Patienten erstmal auf Lithium und er sagt, alle haben Lithiummangel. Mord, Selbstmord ist die Spitze des Eisbergs. Und stell dir vor, du sitzt mit deiner Partnerin, Frau, morgens am Frühstückstisch. Ihr beide habt am Abend zuvor, am Tag zuvor vielleicht ein bisschen wenig Lithium zu euch genommen. Ja, du machst irgendwie eine ungeschickte Bemerkung. Deine Partnerin, deine Frau wird es normalerweise, steht über den Dingen, sie lacht es einfach weg, sie schmunzelt es weg. Sie hat aber jetzt auch einen Lithiummangel. Das heißt, sie hat auch einen Glückshormonmangel und sie kann es im Moment nicht so richtig wegschmunzeln. Das heißt, sie kommt nicht mit dem Wegschmunzeln, sondern vielleicht mit einer ungeschickten Gegenbemerkung. Ja? Und es schaukelt sich so langsam rauf. Ja? Und jetzt kann man sich überlegen, wie viele Ehen, wie viele Freundschaften sind zerbrochen wegen Glückshormon Lithiummangel. Ja? Wir wissen, eine Studie zeigt, dass in Amerika ist Lithium als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. In Amerika wird empfohlen, 10 Milligramm Lithium pro Tag zu nehmen. Das Gehirn entwickelt sich nach 4 Wochen, misst man 3% mehr graue Gehirnzellen oder die Masse der grauen Hirnzellen ist um 3% erhöht, wenn man 4 Wochen lang 10 Milligramm Lithium zu sich nimmt. Wir mit unserer nicht mehr naturgemäßen Nahrung haben 1 Milligramm Lithium. Und jetzt kann man sich irgendwie die Differenz einfach vorstellen, was es tut. Und gerade, ich sag mal, wenn sich das Gehirn entwickelt, dann ist Lithium besonders gefragt. Wie kann ich das zu mir nehmen? Wo ist das enthalten? Wenn man sich anschaut, wo etwas wächst, wenn es naturgemäß ist, wenn eine Pflanze auf natürlichem Humusboden wächst, dann hat das den natürlichen Lithiumgehalt. Unser natürlicher Ackerboden ist Humus. Mhm. Diese Schicht ist aber mehr oder weniger verschwunden. Man kann in den Wald gehen, man kann sich kompetent machen, was Wildkräuter angeht. Und dann kriegt man unter anderem den natürlichen Lithiumgehalt. Ja, ja. Die Studie, die da in Texas dargestellt wurde, die ist statistisch gesehen extrem ausgereift, aus meiner Sicht wasserdicht. Aus meiner Sicht ist die Studie ein eindeutiger Beleg dafür, Lithium als essentiell einzustufen und damit quasi in der Supplementierung verfügbar zu machen. Die Studien sind da, die Entscheidergremien sagen, nein, es wird nicht als essentiell eingestuft, obwohl die Studienlage eine völlig andere ist. Ja, ja. Wie geht es weiter im Bereich Mineralien? Also das ist, ich sag mal, da kann man zum Verstehen den Haken dran machen, dass das etwas ist, was, wenn es um emotionale Intelligenz, wenn es um das Thema Glückshormone und diese Dinge geht, dass die für jeden Menschen essentiell sind, brauchen wir eigentlich gar nicht groß zu diskutieren. Und wenn das so signifikant im Bereich der Kriminalität dann da die Abhängigkeit nachgewiesen werden kann, fragt man sich natürlich auch wieder, warum. Aber die Antwort ist, hast du implizit gegeben. Du sagst, ich muss mich über Wildkräuter und so etwas kundig machen, bin ich natürlich in einem Bereich, mit dem kein Geld verdient werden kann. Das ist natürlich dann deswegen nicht essentiell. Wenn es die Begründung ist, ja. Natürlich kann man damit kein Geld verdienen. Es hat aber natürlich noch ganz viele andere Faktoren, Konsequenzen. Was würdest du noch empfehlen, dass wir das vielleicht so ein bisschen noch abrunden können, was da eine wichtige Rolle spielen könnte bei der Entwicklung? Wir haben jetzt die Intelligenzseite, wir haben jetzt das Thema Serotonin, emotionale Intelligenz angesprochen. Vielleicht kognitive Intelligenz. Okay. Ja. Gibt eine Pilotstudie, die zeigt, dass Testpersonen, die
kolloidales Gold 4 Wochen lang nehmen in einer sehr hohen Dosis, dass sie nach 4 Wochen einen 20% erhöhten IQ haben. Nach 4 Wochen. 21%? 20% erhöhten IQ haben. Ja. Und der IQ geht dann erst peu à peu wieder runter, wenn sie das Gold nicht mehr nehmen. Bei Gold fängt man jetzt an, Traditionen, die alten Kulturen zu verstehen, warum Gold so verehrt wird. Wer weitergehend mit diesen Funktionen, unter anderem der Edelmetalle in den Zellen, sich befasst, der kommt zu dem Schluss, dass gerade diese Edelmetalle so eine Art elementares Gehirn der Zellen darstellt. Also wir haben 70 Billionen Zellen im Körper. Jede Zelle, wissen wir so langsam, hat eine Eigenintelligenz. Jede Zelle hat ihr eigenes Gehirn. Das hat gerade Bruce Lipton der breiten Öffentlichkeit dargestellt. Jetzt ist es so, dass 90% der Zellen innerhalb von einem Jahr ausgetauscht werden. Wir sind so eine Art lebendiges Gebäude, das in einem lebendigen Zustand Jahr für Jahr faktisch total renoviert wird. Und diese biochemischen Substanzen, Nährstoffe haben für diesen Renovierungsprozess so eine Art Werkzeugcharakter. Das heißt, wenn wir jetzt Jahr für Jahr quasi eine Totalrenovierung haben, aber haben die Werkzeuge mehr, die wir brauchen, um diese Totalrenovierung durchführen zu können, wird unser Gebäude natürlich peu à peu windschief und fällt viel, viel früher zusammen, als es sein müsste. Etienne Sekelay spricht in seiner Theorie der lebendigen Atome eben davon, dass Atome sowas wie lebendig sind. Ja, einem normalen Chemiestudenten, einem normalen Chemieprofessor, wenn man das irgendwie darstellt, dann schlagen sie die Hände über den Kopf zusammen, und ein Chemiestudent, der sowas seinem Professor erzählt, der kriegt hier die Tür gezeigt. Ich würde es von Etienne Sekelay nicht vielleicht eins zu eins unterschreiben, aber es geht in diese Richtung. Ich mache es vielleicht mal kurz erklären. Also Normalo, Muggel, wird so erzogen, wird zum Materialismus erzogen. Ja, er sieht die materiellen Güter. Er sieht, wenn er ein Atom sieht, was kann er auf die Waage legen. Wenn man allerdings ein Atom vernünftig betrachtet, sieht man, es hat einen klitzekleinen Atomkern. Und dann sind da irgendwie Elektronen im Vergleich zu diesem Atomkern gigantisch großen Schale. Wenn man normal auf dieses Atom schaut, dann stellt man fest, das ist Raum. Primär ist es Raum. Also das Gegenteil eines Materialisten ist der Raumwahrnehmer. Und kann es sein, dass diese Räume, dass diese biochemisch wirksamen Räume, die jetzt diese Elemente darstellen, von so einer Art Geisteskraft, Intelligenzkraft genutzt wird, die sich an speziellen Räumen gerne aufhalten, wie in einem normalen Raum, hat jeder so seinen Fleck, wo er besonders gut denken kann, wo er besonders gut arbeiten kann. Und viele spricht dafür, dass es Sinn machen würde, dass man einfach mal von dem materialistischen Denken mal zu der Raumwahrnehmung kommt. Und dann wird auf einmal auch viel deutlicher, dass jedes dieser 80 Elemente, die Natur uns gegeben hat, 80 unterschiedliche Raumtypen darstellen. Und man, wir sind lebendig. Ja? Die Naturwissenschaft versteht nicht, warum wir lebendig sind. Aber lasst uns doch mal zugeben, dass wir lebendig sind. Und es muss so etwas wie eine Geisteskraft geben. Und vieles spricht dafür, dass diese 80 Elemente eine Art Raum darstellen, die von dieser Kraft benutzt, beseelt wird. Und dann versteht man, dass gerade diese Edelmetalle Gold sowas wie der Ort darstellt, an dem zellulär Entscheidungen getroffen werden. Und wenn diese Orte nicht vorhanden sind, weil sie im Ernährungskreislauf nicht mehr eingeführt werden, dann erklärt man, dann wird jetzt auf einmal diese Studie mit dieser Intelligenzzunahme von 20% verständlich, und dann wird verständlich, warum diese ganzen Elemente in unserer Nahrung, dass sie dahin gehören. Und dann kommt man zu dem primären Problem, es hat einfach
diesem logischen Irrtum gegeben, dass man sagt, wir stellen uns über die Natur. Diese 80 Elemente, ich habe jetzt keine Studie, die irgendwas beweisen würden. Und jetzt definieren wir die erstmal als unwichtig. Und ihr kommt jetzt mal und beweist uns, dass das Ganze wichtig ist. Und das Problem, das ich jetzt kurz angerissen habe, steckt in diesem Wort Beweis. Weil der normale Pseudowissenschaftler, Muggelwissenschaftler, weiß gar nicht, was hinter diesem Irrtum Beweis steht. In der Wissenschaft gibt es sowas wie eine Wissenschaftsphilosophie. Und ein Wissenschaftler, ein echter Wissenschaftler, sollte sich mal mit Wissenschaftsphilosophie befasst haben. Und da ist vor allen Dingen der Name Karl Popper zu nennen. Karl Popper ist der Inspirator für 80% der Nobelpreisträger in der Chemie und der Physik vom letzten Jahrhundert. Mit seinem Positivismus. Das ist ja. Mit seiner Wissenschaftstheorie. Die Wissenschaftstheorie geht so in Anlehnung an Sokrates. Das Einzige, das ich weiß, ist, dass ich nicht weiß. Wir können nicht in den mikroskopischen Bereich reingucken, in den submikroskopischen Bereich. Irgendwann hört es auf. Genauso ist es, wenn man in den immer größeren Bereich, in den Makrokosmos reingehen, dann können wir es nicht direkt beobachten. Was wir nicht beobachten können, da können wir nur Experimente nehmen, den Ausgang eines Experiments betrachten, das Resultat und in einem Komplex von Resultaten ein Bild spinnen, mutmaßen. Und wir wissen, dass wir den Mikrokosmos nicht, dass wir nicht wissen, wie es im Mikrokosmos tatsächlich aussieht. Wir wissen auch nicht, wie es im Makrokosmos, im Universum der Galaxien, selbst auf der Erde aussieht. Beispielsweise das Innere der Erde. Wir können da nur spekulieren. Und er bringt das auf den Punkt, er sagt, Wissenschaftler können in diesem Bereich, in diesem mikroskopischen, makroskopischen Bereich, nur spekulieren, mutmaßen. Und wir können, selbst wenn wir richtig mutmaßen, wissen wir gar nicht, dass wir richtig gemutmaßt haben. Wissenschaftliches Arbeiten ist in diesem Kontext einzig und allein darauf gerichtet, seine eigenen oder die herrschenden Thesen, Theorien, Mutmaßungen zu widerlegen. Wissenschaftler widerlegen nur Thesen. Sie können nie etwas beweisen. Edison hat mal gesagt, jeder falsche Versuch, every wrong step discarded is a step forward. Mhm. Jeder falsche Versuch quasi entlarvt, ist ein Stück voraus. Und viele dieser Pseudowissenschaftler glauben doch tatsächlich, etwas beweisen zu können. Es gibt in dem Mikrokosmos, Makrokosmos keinen Beweis. Und jetzt hinzugehen, jetzt beweis mir mal, dass die essentiell sind. Ja. Hatten wir schon gesagt. Das ist, aber es ist schön, diesen wissenschaftstheoretischen und wissenschaftsphilosophischen Exkurs nochmal aufgemacht und drangepackt zu haben, weil damit auch die Hybris genauso wie der Unsinn solcher, wie du so schön sagst, Muggelwissenschaft dann letztendlich deutlich wird. Das ist genau das Gleiche wie in der Inquisition. Ja, da wird jemand gefoltert und genau. Beweist mal deine Unschuld. Ja. Genau, wenn du sie bewiesen hast, bist du tot. Und wenn du sie nicht beweist, bist du anschließend auch tot, weil du umgebracht wirst. Ja, und weil du es verdient hast, weil du ja des Teufels bist. Ja, alles klar. Letzte Frage. Es ist ein Riesenfeld, aber eine Frage noch. Wir haben gelernt, dass es im Bereich Vitamine, im Bereich Mineralien Bereich und im Bereich der Metalle ganz wichtige Stoffe für die zelluläre Intelligenz, für das, was wir im Organismus brauchen. Ein Wort dazu, gibt es auch das Gegenteil? Gibt es die dazu beitragen, dass zelluläre Intelligenz vernichtet wird, die man also meiden sollte? Nur dass man jetzt zwar auf der einen Seite weiß, das und das wäre gut für den Organismus und für die eigenen Zellen. Wo würdest du sagen, also da sollte man aufpassen? Ja, was im Moment in Vordergrund gerät,
wenn du in irgendeinem Supermarkt an der Kasse bist, dann siehst du den ganzen Süßkram, ja, der zuckerfrei ist, und dann siehst du Aspartam. Der Chemiker, der die Aspartam-Formel sieht, ja, der spaltet quasi schon in seinem Gehirn, weil er weiß, was in der Magensäure passiert. Er spaltet das Aspartam-Molekül in Methylalkohol, Aspartamsäure und Glutamatsäure. Und Methylalkohol, Methanol, das weiß man, dass es blind macht. Ja? Und man weiß, dass im Moment die Augenkrankheiten in die Höhe schießen. Ja? Asparaginsäure und Glutaminsäure sind Botenstoffe im Gehirn. Ja? Das heißt, es wird das Gehirn versucht sich zu regeln mit diesen Botenstoffen, und extern werden Botenstoffe einfach nur mal willkürlich hinzugegeben. Ja, und ich meine, jetzt muss man sich mal anschauen, kriegt man eine Studie hin, die eine Verbindung zwischen ADHS etc. und diese Aspartam-Geschichte irgendwie darstellt. Und also von der Chemie her ist es eindeutig, dass das Methanol im Magen-Darm-Trakt entsteht. Und Methanol, das weiß man schon, die Fuselbrenner früher wurden alle blind. Ja, ja. Dass das Ding kein gutes Ende nimmt, ist klar. Wenn man versteht, wie wichtig unter anderem die Edelmetalle sind. Edelmetalle haben chemisch gesehen eine Art katalytischen Effekt. Sie sind Zentren der Enzyme im Körper. Offiziell, oder viele haben von Enzymatik nicht so viel Ahnung. Sie wissen, dass irgendwie Hormone wichtig sind, aber sie wissen nicht, dass die Hormone im Körper durch Enzyme hergestellt werden. Und weil man offiziell sagt, Edelmetalle und gerade die hochkatalytisch aktiven Metalle und hochenzymatisch aktive Metalle sind unwichtig. Von daher hat man da den Fokus nicht drauf. Und wenn man jetzt weiß, dass diese wohl Edelmetalle so wichtig sind, dann versteht man auch, warum die Konkurrenten dieser Edelmetalle so hochgradig toxisch sind. Und die Konkurrenten dieser Edelmetalle sind die antikatalytischen Elemente wie Blei, Cadmium und Quecksilber. Ja? Und natürlich, wer irgendwie überhaupt auf die Idee kommt, Quecksilber in irgendwelche Zähne reinzustopfen, Quecksilber früher ins Benzin mit reinzugeben. Ja, ja. Aber in unseren Sparlampen haben wir es auch drin. In den Sparlampen haben wir es auch, ja, drin. Und wenn das Ding runterfällt, dann ist nicht so gut. Dann musst du den Raum lüften, wie das Bundesamt für Umweltschutz, glaube ich, damals gesagt hat. Halbe Stunde Fenster aufmachen, den Raum nicht betreten. Das ist der übliche Umgang mit einer zerbrochenen Glühbirne. Aber was man eben macht, und ich meine, wir merken ja, dass in diesem Bereich ganz viel Inkompetenz herrscht. Ja. Und diese Inkompetenz hat was damit zu tun, dass die Menschen in der Schule nicht gelernt haben zu denken. Aristoteles hat vor 2500 Jahren die Denkkunst auch mal aufgeschrieben, in Anlehnung zu seinen beiden quasi Meistern, Sokrates und Platon. Und hat diese Denkkunst seinem Schüler weitergegeben, Alexander der Große, und hat mit dieser Denkkunst, genannt Trivium, Alexander in jungen Jahren die halbe Welt erobert. Diese Denkkunst Trivium wurde vor 100 Jahren, vor 120 Jahren in der Schule noch im Teil des Abiturs gelehrt. Jemand, der des Triviums vor 120 Jahren nicht mächtig war, wurde als ungebildet eingestuft, mit dem hat man sich nicht unterhalten. Und heute weiß nicht mal, wie das geschrieben wird. Und Trivium besteht eben aus drei Teilen. Grammatik, ich sammle Informationen. Und wichtig ist bei dieser Grammatik von Informationen sammeln, ich höre etwas, was nicht zu meinem Weltbild passt. Und in der Schule wird man so konditioniert, das lehne ich ab. Ja? Man kriegt eine gute mündliche Benotung, wenn man jetzt gleich irgendwie rumschreit. Also ein gebildeter Mensch hört sich das erstmal an. Egal, ob das zu meinem Weltbild passt oder nicht. Und dann gibt es im Trivium eben diese ganzen Bereiche der logischen Irrtümer. Ja, und das ist das Herzstück des Triviums. Ob das jetzt ad hominem ist, auf ein sachliches Argument wird mit einer Beleidigungstirade reagiert. Ja.
Es wird mit, die Leute werden vor ein falsches Dilemma gestellt. Ja? In der Medizin hat man ja, das Medizinstudium sieht ja aus, ist es jetzt, es wird hier nur noch angekreuzt, nur noch Multiple Choice, A, B, C oder D, Diagnose. Dann gibt es nur noch Medikament A, B, C oder D. Die Leute denken nur noch in Multiple-Choice-Situationen. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Denkkunst zu tun. Und es gibt in diesen logischen Irrtümern 50 verschiedene logische Irrtümer, die eigentlich der Normalmensch, der aufgewachte Mensch wissen sollte. Und wenn er das weiß, dann liest er irgendwie die Muckelpresse und er amüsiert sich eigentlich nur noch. Und jetzt, worauf ich dann kommen wollte, der dritte Bereich ist Rhetorik. Rhetorik heißt erstmal nicht irgendwie Manipulation von anderen, sondern sich mit befassen mit den Worten, die man benutzt. Ja? Und dann werfen diese, ich sag mal, Leute, die da ein Kompetenzproblem haben, Vitamin und den molekularen Mutanten des Vitamins in einen Topf. Die Leute, die schon merken, dass Cadmium, Blei, Quecksilber nicht so gut sind, die werfen das jetzt mit den wohl wichtigsten Elementen in unserem Körper in einen Topf und schreiben auf dem Topf Schwermetalle. Ja? Also jemand, der des Denkens mächtig ist, der fängt an, die Worte, die er benutzt oder die er hört, zu differenzieren. Und, Hygiene der Sprache. Ganz genau. Und ja. Wir haben im Moment quasi die inverse ja. Hygiene der Sprache, mit der wir zu tun haben. Ein Riesenfeld, das, was bei dem Ganzen, was du sagst, deutlich wird, und das ist für mich so ein Fazit, ich bin nicht so sicher, dass neben der sicherlich festzustellenden Inkompetenz hier von weiten Kreisen, da nicht doch durchaus auch eine, ja, ich sag mal, Zielrichtung und Zielsetzung steht, denn die Manipulierbarkeit, gerade was du jetzt ganz zum Schluss angesprochen hast, eines Menschen, der in einer solchen Weise gebildet ist, ein solches Wissen hat, die Manipulierbarkeit, die Steuerbarkeit, die Verdummungsmöglichkeit ist einfach viel geringer, wenn die Intelligenzvoraussetzungen, die Intelligenzkraft, die entsprechende Ausstattung nicht da ist. Und das ist sicherlich etwas, was vom Ergebnis ein sehr positives ist für ein Herrschaftssystem, was an diesen ganzen Dingen nichts ändern will und eben nicht den aufgeweckten, den mitdenkenden Bürger haben möchte. Und insofern glaube ich dann nicht mehr so richtig an Zufälle, sondern das Ergebnis passt zu schön in das, was wir hier ganz offensichtlich auch, wo wir uns reinfinden sollen und reinfügen sollen. Aber wie gesagt, Zufälle ist so ein Wort. Ja. Einstein hat mal gesagt, Gott würfelt nicht. Ja. Ich kann mich noch an mein Physikbuch von damals erinnern, der sagt, aber hier war Einstein falsch. Ja? Irgendein drittklassiger Physiker, der irgendein Büchlein schreibt, ja, stellt sich jetzt hin und sagt, Einstein war falsch. Ja? Wir haben es hier mit einer großen Fraktion der Zufallstheoretiker zu tun. Alles, was wir hören, ist Zufall, Zufall, Zufall. Und diejenigen, die versuchen da irgendwann sagen, jetzt gucken wir doch mal, ob sich vielleicht außerhalb des Weltbildes, ob es da noch andere Weltbilder gibt, ob man da hinkommen kann, indem man sein Weltbild mal öffnet und auch Ergebnisse, die mit dem eigenen Weltbild in Kollision stehen, einfach mal wahrnimmt und einfach mal stehen lässt und mit der Zeit einfach wartet und sammelt und möglicherweise fängt es an, dass sich da Linien miteinander verbinden, dass da auf einmal ein Bild entsteht. Und die Zufallstheoretiker, ich sag mal, sie erliegen dem logischen Irrtum der Appell an Ignoranz. Ja? Ignoranz ist gerade bei den Wissenschaftlern so eine Geschichte, that's not my business. Ja. Ja? Und, aber um wirklich das größere Bild zu sehen, ist es einfach wichtig, Ignoranz aufzugeben. Es ist wichtig, einfach mal Informationen, die nicht im Einklang mit dem eigenen Weltbild stehen, einfach mal dastehen zu lassen. Dann wird man ja merken, ob sich da irgendwas verbindet. Aber erstmal immer gleich Nein zu brüllen und den anderen zu beleidigen und den anderen in irgendeine Ecke stellen zu wollen,
ist sicher nicht sachdienlich. Und ja, wenn man jetzt mal schaut, könnte es denn andere Effekte als einfach nur Inkompetenz sein? Ich meine, wir steuern, vielleicht öffne ich das Gespräch jetzt nochmal zum Abschluss ganz kurz, wir steuern auf einen dritten Weltkrieg zu. Diejenigen, die das Big Picture sehen wollen, bereit dafür zu sind, die merken, dass im Moment ganz viele große Dinge passieren und das ganz schlimm enden kann. Und für die Eröffnung eines dritten Weltkrieges ist es sehr schön, Menschen zu haben, Menschen voranzustehen, die einen niedrigen IQ haben. Ja, wenn du einen niedrigen IQ hast, dann kannst du einfach nicht die Punkte miteinander verknüpfen. Und so eine Vorbereitung eines großen Krieges, ja, geht über die Verdummung einer Gesellschaft. Intelligente Menschen lassen sich nicht in den Krieg hetzen. Intelligente Menschen möchten kein Kanonenfutter sein. Und ich glaube, wer die Punkte, die hier zufälligerweise überall auf der Welt so einfach mal da sind, verbindet, der merkt, dass wir in einer hochgefährlichen Situation sind. Und wer sich mit Geschichte befasst, ja, der merkt, da hat es ein Gespräch oder ein Briefaustausch 1870 zwischen einem Herrn Mancini und einem Albert Pike gegeben. Und da hat genau drin gestanden, wie der Erste Weltkrieg verläuft, wie der Zweite Weltkrieg verläuft. Und diese beiden Herren haben auch genau den Dritten Weltkrieg besprochen. Und der Dritte Weltkrieg ist das Gegeneinanderaufhetzen des Islams und des Christentums. Und wer die Zeichen wahrnimmt, die jetzt hier passieren, ja, der merkt, der ist auf einmal an diesen Schriftverkehr zwischen Albert Pike ja. und Mancini, der dokumentiert ist, erinnert. Und wenn man einfach, ich gehe jetzt in eine ganz aktuelle Situation rein, wenn man anschaut, was Frau Clinton in den E-Mails da geschrieben hat, dass es eindeutig nachweisbar ist, dass sie den IS mit Waffen versorgt, dann darf einem Angst und Bange sein, was passiert, wenn die Dame, die hier schon quasi vorbereitend ihre Spur gelegt hat, in 10 Wochen das Präsidentschaftsamt zugewiesen bekommt. Ja, und ich denke, wir sind in einer Situation, wo jeder, der denken kann, der die Zeichen der Zeit sieht, ja, alles tun muss, um Clinton zu verhindern. Und wir sind in einer historisch sehr bedeutenden Zeit. Wir haben durch den Informationszugang in gerade der alternativen Medien wirklich die Möglichkeit, abseits der Muggelmedien zu schauen, wer steht der Frau Clinton gegenüber. Und wer sich jetzt von den Muggelmedien nicht vollständig gehirnwaschen lässt, der wird feststellen, dass quasi wir in der günstigen Situation weltweit sind. Dass einerseits ein Herr Putin gegen alle Wahrscheinlichkeiten, ja, ein frei von, ich sag mal, dem dunklen Lord, ich bin wieder in der Harry Potter-Sprache, das Zepter an sich gerissen hat und diesen Plan in Russland verhindert hat. Wir merken, dass bar jeglicher Wahrscheinlichkeit an Donald Trump, der natürlich populistisch teils reagiert, er weiß aber genau, wie er quasi die einzige Chance hat, diese Wahl zu gewinnen. Dass er der Einzige ist, seit Kennedy, der, ich sag mal, unabhängig von der Fraktion des dunklen Lords
nicht korrumpierbar ein ernstzunehmender Präsidentschaftskandidat ist. Und ich finde, diejenigen, die jetzt wachen Geistes sind, wir haben nur noch 10 Wochen, die sollten alles tun, ja, um hier irgendwie was zu tun, was den US-Präsidentenwahlkampf positiv beeinflusst. Ja, wir sind keine Wähler, also haben wir keine Chance. Aber angenommen, wir hätten eine Chance. Jeder kennt einen, ja, okay, der jemanden kennt. Außerdem gibt es das morphogenetische Feld. Insofern hat jeder eine Chance. Erstens ja. Das. Und zweitens, es geht jetzt darum, sein Intelligenzwachstum voranzubringen. Intelligente Menschen sind kreative Menschen. Wir haben Möglichkeiten, legale Möglichkeiten, in dieses System einzugreifen, in diesen Wahlkampf einzugreifen. Ja, es ist für dich jetzt ein bisschen überraschend, dass ich diese Wende mache. Aber weißt du, wenn du offenen Augen siehst, was da passiert, dann kannst du eigentlich nicht mehr Business as usual weitermachen. Ja, ja. Nein, natürlich war es überraschend, dass wir von dem Thema Ernährung und Förderung der Intelligenzkraft, über das Thema Ernährung, über Vitamine, Mineralien und Edelmetalle jetzt bei der ganz großen Politik gelandet sind. Aber es bestätigt genau das, was ich vorhin angesprochen habe, dass diese Manipulierbarkeit, dass da durchaus Pläne dahinterstehen, weil es eben größere Absichten, die alles andere als gut sind, gibt. Insofern fand ich das völlig in Ordnung und spannend, dass das Gespräch jetzt dieses Ende, diesen Schluss gefunden hat. Und es gibt keinerlei Widerspruch. Ich sehe das sowohl was Putin betrifft, als auch was die Clinton betrifft oder die hinter ihr stehenden Kreise, als auch was Trump betrifft, völlig identisch. Und insofern sollten wir dazu unseren Beitrag, so wie wir das können, leisten und das können wir und dafür danke ich dir. Darf ich noch einen ganz konkreten Tipp geben für das Intelligenzwachstum? Ich gehe nochmal zurück. Ja. Die meisten Menschen sind quasi so konditioniert zu glauben, dass Intelligenz irgendwie so einen Deckel hat. Man kann nicht mehr intelligenter werden. Studien zeigen absolut das Gegenteil davon. Das bedeutet, das Handy. Das bedeutet Nummer eins, das ist ein Glaubenssatz, der in vielen Menschen quasi eingebrannt ist. Ich gebe den Tipp, Motivationskarte, ein Zettelchen zu schreiben. Intelligenz ist nicht steigerbar. Ja, dieses Zettelchen quasi im Klo zu versenken. Alles klar. Und mal gucken, was man noch drauf macht. Okay. Und das zweite Motivationszettelchen, und hier geht es um intelligente Fragen. Das heißt, ich steigere meinen IQ in den nächsten Monaten um 10, 20 Punkte. Ausrufezeichen. Frage und die Frage darunter, wie? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und dieses Motivationskärtchen, das hat mir einfach ein Trainer von mir mit auf den Weg gegeben. Da habe ich überall solche Motivationskärtchen mit mir. Und dann sammle ich, wenn ich mir die richtige Frage stelle, dann sammle ich über ein paar Wochen, ein paar Tage richtige, gute Antworten. Und die meisten Menschen werden gute Antworten finden. Und die meisten Menschen werden durch den kleinen Trick ihren IQ locker um 10, 20 Punkte steuern können. Danke für den Abschlusstipp. Danke für das Gespräch. Und ich bin auch optimistisch, dass wir sowohl persönlich als auch insgesamt etwas dazu beitragen können, dass der von dir vorhin angesprochene ganz schwere Kelch. Ich bin optimistisch, dass wir es hinkriegen, aber ja, das geht nicht, ohne dass wir was tun. Ja. Alles klar, danke. Gerne. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetadresse www.ursprung.de ein. Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen, Möglichkeiten, weitere Informationen zu bekommen, insbesondere wenn es um Vorträge, Veranstaltungen geht. Ihr merkt und habt erlebt, dass der inhaltliche Bogen ein sehr viel weiterer ist als das, was man im Rahmen eines solchen Gespräches ansprechen kann und nur antippen kann. Hier ist noch eine Menge mehr an Wissen, an Informationen, an Erkenntnis im Gespräch zu holen. Nutzt es, nehmt einfach Kontakt auf und dann oder geht zu Veranstaltungen, zu Vorträgen hin. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön
für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.